Yo Leute, was geht? Willkommen zu meinem neuen Video. Hype Heaven hier wieder am Start. Heute geht's, wie ihr sehen könnt, um Crocs. Ich feier Crocs, stelle euch ein paar neue vor. In dem Fall aber keine ganz normalen Crocs, sondern eine Kooperation mit Daily Paper, wie ihr sehen könnt. Die Crocs hatten einen Retail von 60 Euro. Für 60 Euro kann man die sicherlich auch immer noch bekommen. Ob auf StockX eventuell mit ein bisschen Glück oder vielleicht auch noch in dem einen oder anderen Laden. Momentan würde ich auch sagen, dass ich meine auch für 60 Euro abgeben würde. Bin mir halt nicht ganz sicher, ob ich sie behalte. Also könnt euch gerne bei mir auf Instagram melden oder so hier, ne? Ich habe eine Größe M10 in US, das bedeutet 43 bis 44 in EU. Ist halt so angegeben, dass wir immer zwei Größen haben, das heißt 11 müsste dann EU 44 bis 45 sein, wenn ich mich nicht vertue. So, dann gucken wir uns die Crocs mal an. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einmal Daily, den Schriftzug mit den Buchstaben. Die Buchstaben sind von oben weiß, sind aus einem relativ harten Gummi, sind hier halt so reingeklemmt, ne, in diese Löcher. Lassen sich dementsprechend halt auch drehen oder theoretisch auch rausnehmen. Wie gesagt, also hier oben sind sie weiß, die Buchstaben, und dann haben wir unten drunter noch eine zweite Ebene, wo die Buchstaben schwarz hinterlegt sind, um so einen Akzent oder Schatten oder so zu setzen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Dann haben wir halt generell diesen dunkelgrünen Colorway mit dem leichten Camo-Effekt. Das heißt, wir haben hier ein bisschen braun, grau, dunkles Beige. Mir gefällt das Ganze allerdings nicht so. Ich finde Camo eigentlich ziemlich geil, aber die Formen der Farben gefallen mir halt nicht so. Normalerweise hat Camo ja so eine etwas andere Form und nicht so, wie es hier teilweise auch auf der Verpackung ist, so eine komische, eckige, teilweise spitze Form. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Deswegen bin ich mir halt noch nicht ganz sicher, ob ich die Crocs für mich behalten möchte oder nicht. So, dann haben wir hier vorne auf der Lasche halt ganz normal Crocs stehen. Dann haben wir hier auf der Innenseite jeweils auch Crocs stehen. Und auf der Außenseite haben wir dann jeweils hier dieses Daily Paper Logo, welches sich halt hier auch auf der Verpackung befindet. Und darüber hinaus auch an verschiedenen Stellen der Crocs. Zum Beispiel hier. Oder hier. Oder hier. Also es ist halt ein paar Mal auf dem ganzen Croc verteilt. In einem etwas dunkleren Grün, sodass man es jetzt auch nicht so krass sehen kann, aber man kann es halt sehen. Also, wie gesagt, generell finde ich, die Crocs haben schon was. Nur der Camo-Effekt hätte meiner Meinung nach etwas schöner ausgeführt werden können. Von innen drin sind die Crocs noch geriffelt, genau wie hier außen halt auch. Genau, dann haben wir hier nochmal das Etikett. Daily Paper X Crocs Classic Clock. Ich habe die Crocs übrigens bei Soulbox gekauft. Das war's zu den geilen Sneakern hier. Gleich kommt noch Onfeed. Vorher gucken wir uns noch einmal ganz kurz diese Verpackung hier an, aus Plastik. Das ist halt unser, ich sag mal, Schuhkarton, wo sich die Crocs drin befunden haben. Halt einfach mit so einem Zipverschluss, wie man es halt kennt. Und ansonsten haben wir hier halt transparente Front mit diesen weißen Camouflage-Flecken. Hier unten haben wir dann nochmal Greenhouse stehen. Hier in der Mitte haben wir dann halt das Daily Paper Logo, Daily Paper als Schriftzug und Crocs als Schriftzug. Dann gibt es jetzt noch eine On-Feed-Scene und dann war es das mit den Crocs. Noch ein ganz kleines Update zu dieser Jacke hier. Ist ein bisschen untergegangen zwischen meinen Videos. Jacke mit Custom Reflective Swoosh. Das Video hatte ich vor längerer Zeit schon mal hochgeladen. Findet ihr jetzt hier oder hier verlinkt. Jedenfalls habe ich eine Sache zu dem Zeitpunkt noch nicht beachtet. Wir haben das hier halt alles schön festgenäht. Sieht auch sehr, sehr clean aus, meiner Meinung nach. Das Einzige, was mich jetzt noch gestört hat, war, dass diese Enden der Schnürsenkel, mit denen ich das gemacht habe, diese Reflective Schnürsenkel, die ihr auch bei mir kaufen könnt, die stehen halt immer ab, weil die natürlich nicht festgenäht werden können, weil die halt schon sehr hart sind. Da ist ja ein Schrumpfschlauch drüber, ein sehr harter Schrumpfschlauch. Und dementsprechend habe ich mir gestern mal eine Bohrmaschine genommen und habe da zwei kleine Löcher durchgebohrt, sodass ich jetzt dann gleich einfach mit einem Stück Faden und der Nadel ein paar Mal da durchgehe und das Ganze dann noch fixiere, damit auch das Ende hier einfach schön sitzt und nicht immer, wenn man rumläuft. Der Pulli sitzt ja sowieso so ein bisschen rund am Rücken und dann steht das hier natürlich immer ab, was natürlich sehr scheiße aussieht.
oder auf jeden Fall dafür sorgt, dass es nicht ganz so clean ist. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es sorgt jetzt doch schon dafür, dass das Ganze nochmal ein bisschen cleaner aussieht. Also wenn ihr sowas auch mal nachmachen wollt und entweder Reflective Laces braucht oder halt einfach nur wissen wollt, wie man sowas überhaupt macht, guckt halt das andere Video oder schreibt mir halt für die Reflective Laces. Ja, ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Ich gebe mir Mühe, Produkte vorzustellen, wie man heute gesehen hat, zum Beispiel auch wieder irgendwas Limitiertes, was man vielleicht nicht unbedingt kennt oder natürlich auch hier zu sehen, mal Customs zu machen. Ich habe ja auch schon ein paar Custom Tees gemacht, die ich gebleached habe. Einfach graue oder schwarze T-Shirts halt, die ich mit Chlor bearbeitet habe.